was ist los? Stevie. Was? Ich habe den Bericht, den Sie haben wollten, Sir. Gut, gut. Aber natürlich. Ja. Ist okay, Steve. Sie können gehen. Danke. Das war vielleicht knapp. Was? Übrigens, Sir, Ihre Frau ist hier. Dieser Wahnsinn wird ihr alles erzählen. Ich muss gehen. Was? Warte, warte. Okay, okay, okay. Genug. Schatz, hatten Sie? Ja. So eine Überraschung. Ja. Hast du mir was zu erzählen? Ich kann dir alles erklären. Naja, es überrascht mich von Steve zu erfahren, dass du... einen erstklassigen Deal gemacht hast. Sorry. Wow. Glückwunsch, mein Schatz. Was? Wow. Okay, aber schaffst du es auch, uns weiterhin in derselben Steuerklasse zu halten? Natürlich. Sei vorsichtig, Schatz. Das Böse steckt hinter kleinen Verbrechen. Also, wie komme ich zu dieser Ehre? Oh, ich brauche deine Kreditkarte. Was ich ja doch. Hier ist sie, Schatz. Danke dir. Bis heute Abend. Bis dann, Steve. Auf Wiedersehen, Catherine. Oh, Sir, also wegen des Berichts. Bitte öffnen Sie doch mal die Datei namens Betrüger. Auf dem USB-Stick. Betrüger sind schlechte Menschen, Boss. Wenn Ihre Frau von diesem Video nichts erfahren soll, übertragen Sie alles auf meinen Namen und verlassen Sie das Büro. Sie haben eine Woche. Wenn das rauskommt, Sie wissen schon, verlieren Sie Ihre Frau, Ihren Job und Ihre Kohle. Also, geben wir Roger eine Runde Applaus. Er hat die Verkaufsabteilung wirklich absolut fantastisch gemanagt. Aber es ist Zeit, jetzt den Weg für einen jüngeren Mann zu ebnen. Steve Emerson übernimmt seinen Platz. Danke, Sir. Danke, danke. Gute Entscheidung, Betrüger. Aber das ist nicht alles. Liebes Team, dieser alte Mann hat beschlossen, in Rente zu gehen. Hey, hey, hey. Das ist kein Grund, traurig zu sein, denn der neue CEO der Firma wird Roger Snipes. Glückwunsch. Dank. Schachmatt. Wie haben Sie... Stehen Sie dem CEO im Weg? Sind Sie tot?
Oh, danke. Danke vielmals. Danke. Oh, Chef. Chef, danke. Ist mir eine Ehre. Ist mir eine Ehre. Holen Sie mir einen Kaffee, Melanie. Natürlich, Sir. Hier, bitte sehr. Wie wär's mit was zum Naschen dazu, meine Süße? Du hast da noch was am Mund. Was ist das? Es wäre doch schade, wenn die Zeitung wüsste, dass ein CEO seine Sekretärin belästigt. Ich habe ihm Kaffee gebracht am Abend und dann hat er angefangen, mein Knie zu berühren. Die Tür war geschlossen, wir waren ganz allein und dann hat er gesagt, wie wär's mit was zum Naschen dazu, meine Süße? Und dann, ich kann es nicht mal aussprechen, ich meine... Sei still, Melanie. Ich dachte, du liebst mich. Du bist gefeuert. Tja, das habe ich mir schon gedacht. Wir sehen uns dann nächsten Monat. Was? 50.000 pro Monat. Schatz, oder willst du lieber 1 Million auf einmal zahlen? Erpressung. Ist ein Verbrechen, Melanie. Weißt du, was meine Frau über Verbrechen sagt? Das Böse steckt. Das Böse steckt hinter kleinen Verbrechen. Und ist mein Mund sauber? Ist das besser jetzt? Ist das besser? Jetzt? Ist jetzt alles sauber? Hä? Hi, Schatz. Hi. Oh, was ist das? Hast du was ausgegraben? Oh, nein, nein, das ist nichts. Ich war bloß, weißt du, ich habe bloß einen Blumentopf in mein neues Büro getragen. Okay. Ja. Lass mich das schnell für dich auswaschen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, eine großartige Idee. Ja, was weiter weg vielleicht. Die Malediven oder Bahamas oder... Oh, Mist. Nein. Oder vielleicht Thailand, okay? Catherine? Schatz? Also getan? War das dein länger Arbeiten? War das deine Geschäftsreise? Du betrügst mich also! Das war für unsere Familie. Ich bin immer nach Hause gekommen, oder? Immer. Baby. Hey. Oder? Eine Umarmung. Okay? Alles wird wieder gut werden. Alles wird wieder gut werden. Schatz. Nehmen Sie die Hände hoch! Auf den Boden!
Was ist hier los? Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Sie hat angefangen. Es war Notwehr, wissen Sie? Ach, kommen Sie! Ich wollte Sie nicht umbringen. Wen umbringen? Sie werden wegen Steuerbetrug verdächtigt. Sie kommen jetzt mit. Sie können mir gar nichts. Es war nur ein kleines Verbrechen.